in Leipzig und wir sind verschont geblieben. Auf unser Haus kam keine Bombe. Aber da ich in der Stadt arbeiten musste, hat meine Mutter gesagt, es wäre doch besser, ich würde mir in der Innenstadt eine Wohnung oder ein Zimmer suchen, damit die gefährliche Zeit von bis nach Hause, weil ich immer laufen musste, dass ich nicht mal davon gefährdet bin oder dass mir da was passiert. Und da habe ich mir in der Stadt eine Wohnung, ein Zimmer gesucht. Und ausgerechnet an dem Tag, wo ich einziehe, dann kam der Alarm. Wir gingen alle in den Keller runter. Und ausgerechnet auf das Haus, wo ich das Zimmer hatte, ist ein Volltreffer drauf. Und wir haben im Keller gesessen. Es rieselte von der Decke der Kalk runter und jetzt haben wir gedacht, die Decke kommt runter. Aber die Decke kam nicht runter. Der liebe Gott hat mich erhört. Und wir kommen dann raus und hatten natürlich alles verloren. Ich hatte meine Wäsche da oben, meinen Koffer. Und das war der erste Tag, wo ich dort gewohnt habe. Das war natürlich auch. Und dann musste ich natürlich wieder nach Hause laufen nachts. Und dann haben meine Eltern gesagt, es wäre doch besser, ich würde mir eine andere Stelle suchen, wo ich nicht mehr so gefährlich wäre. Und dann bin ich ins Hotel Fürstenhof, habe ich mich vorgestellt, die Frau suchte eine Köchin und das haben sie auf dem Arbeitsamt zu mir gesagt, wissen Sie, Sie sind die 60., die wir da hinschicken. Ich glaube nicht, dass die Frau Erwisch sie nimmt. Ich bin hingekommen, habe mich vorgestellt und da hat die Frau Erwisch zu mir gesagt, jetzt kommen Sie bitte mal mit ins Schlafzimmer und nehmen Sie mir den Koffer da oben runter. Und ich nahm den Koffer runter und wurde angestellt. Und ich habe mich gewundert und habe gesagt, ja wieso? Ja, hat sie gesagt, ich habe immer so kleine Personen geschickt gekriegt vom Arbeitsamt und die konnten mir den Koffer nicht runter und mit denen, da wollte ich nichts zu tun haben und die habe ich nicht genommen. Aber sie sind groß und dann habe ich dort gearbeitet und in dem Hotel Fürstenhof hat unten mein Mann für die Russen gekocht. Und ich war im vierten Stock in der Privatwohnung und habe mir dann überlegt, die Russen, die hatten sich verpflichtet, dem Besitzer jeden Tag, dass sie das Essen von unten bekommen. Und da sagte ich zu meiner Chefin, es wäre doch gut, wenn ich mir die Zutaten unten hole und koche für sie hier oben. Und da bin ich runtergekommen und dort habe ich meinen Mann kennengelernt. Der war Koch dort und wir haben uns verliebt. Er hatte ganz blaue Augen und wir waren sofort ein Paar.